Surat al-Nisa, Vers Nummer 4. Oder nee, 5. Surat al-Nisa, Vers Nummer 5. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir sollen gegen die weisen Kinder gerecht sein. Und dass wir dürfen von weisen Kindern, wenn die groß und volljährig sind, von denen auch heiraten können. Das heißt, die Mädchen oder die Männer, wenn die groß werden, sollen unsere Töchter heiraten. Oder auch andere Frauen, 2 oder 3 oder 4, bis zu 4 darf man heiraten. Ali radiallahu anhu, als er geheiratet hatte mit dem Tochter des Gesandten, Allah seine Fatima, hatte der Prophet mit ihm ein Abkommen gemacht, dass, weil er hat eine besondere Liebe zu seiner Tochter, hat gesagt, und das Prophetentochter, ist nicht irgendeine Frau, irgendeine Mädchen, hat gesagt, du darfst nicht eine zweite nehmen, weil er wollte nicht als Prophet sehen, dass die Tochter Schmerzen hat oder traurig ist, weil der Prophet dann auch wegen seinen Kindern traurig sein könnte. Aber der Ali radiallahu anhu wollte eine Muschrike heiraten. Eine Götzendienerin, war noch damals erlaubt, dass man Götzendienerin heiraten konnte, bevor das Vers kam. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu nicht akzeptiert, dass er bringt zwei Frauen zusammen. Eine ist Tochter von dem Propheten, Gläubige. Und die andere Frau ist, was? Ist Muschrike, Allah-Bekämpfer. Deswegen wollte das nicht zusammen in einem Haus kommen. Er hat gesagt, du hast mir versprochen, dass du nicht zweite heiratest. Und wenn du heiraten willst, dann sollst du meine Tochter zurückgeben, das heißt scheiden, und dann darfst du machen, was du möchtest. El-Muhim, das ist ein besonderer Zustand gewesen. Und jemand, der in der Ehevertrag bei der Frau sagt, beim Ehevertrag zu dem Wali, ich werde das nicht heiraten, eine zweite Frau, dann er muss diesen Vertrag einhalten. Dann er muss diesen Vertrag einhalten. Und wenn er es nicht einhält, dann darf die erste Frau scheiden. Aber heute Gelehrte wie Sheikh Bin Baz und Sheikh Hussein und andere, die sagen nein. Der Mann, auch wenn er im Ehevertrag verspricht, also keine zweite Frau zu nehmen oder mehr Frauen zu heiraten, darf trotzdem dann seine Versprechen abbrechen und er muss dann für 10 Leute Essen geben oder Kleidung kaufen. Und wenn er das nicht hat, diesen Geld, dann soll er 3 Tage fasten und seinen Schwur, Yemin Kefara, soll er als Buße dann geben. Aber die richtige Meinung ist, nein, die Ehe ist ungültig. Das heißt, die Frau darf die Scheidung verlangen, wenn sie im Ehevertrag oder der Willi von dieser Frau hatte verlangt, dass er darf nicht zweite Frau nehmen. Aber es ist nicht vom Sunna. Die Frau, die an Achiret glaubt, an das jüngste Tag, sollte niemals ihrem Ehemann verbieten, mehr Ehe zu machen. Und dieses Thema werde ich bald als Unterricht erzählen über die Mehrehe, weil die Mehrehe wird heute leider bekämpft und das ist sehr, sehr falsch. Und jede Frau, die beste Weg ins Paradies am schnellsten zu kommen, ist durch Mehrehe. Warum? Wer weiß. Sagt Alayhi Salatu Wassalam sagt, dass eine Frau, und sie war eine Prostituierte, Bariya, von Beni Israel, früher hat sie gelebt, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Zeit von Musa alaihi salam, war eine prostituierte Frau und sie war durstig. Sie war durstig und hat Wasser getrunken vom Brunnen. Dann ist ein Hund gekommen, ein Tier, Hund, ist gekommen und war sehr durstig und hat seine Zunge rausgestreckt vor Durst. Daraufhin diese Frau, Prostituierte, ist wieder in den Brunnen runtergegangen und hat für diesen Hund auch Wasser gebracht und ihm Wasser gereicht. Daraufhin hat Allah, Azza wa Jalla, Herr der Welten, der Schöpfer, hat diese Frau vergeben. Erstmal bedankt, bei der Frau sich bedankt. Zweitens ihr vergeben und drittens ihn ins Paradies gebracht. Was hat diese Frau gemacht? Hat sie Qiyam al-Layl gebetet? Hat sie viel gefastet? Hat sie viel Zakat gegeben? Sie hat einem Tier, Hund, Wasser gegeben und daraufhin Allah hat sich bedankt. Jetzt hört richtig zu. Eine muslimische Frau ist wertvoller als ein Hund oder nicht? Gibt es viele jetzt in Deutschland, in der Welt, islamische Welt, gibt es viele, viele Frauen, sind geschieden, sind ohne Männer. Und müssen arbeiten. Vielleicht in Deutschland, die kriegen Hartz IV oder so andere Hilfen.
Aber geht mal nach Ägypten, geht mal in Marokko, geht mal in die Türkei, geht mal in die anderen Länder. Da muss die Frau arbeiten gehen. Und sie hat noch 4 Kinder, 5 Kinder und ist 40 Jahre alt und hat niemanden. Ehemann entweder gestorben oder ist geschieden und ist Jahil und Fasir, ist weggegangen und achtet nicht auf seine Pflichten nach der Scheidung. Jetzt diese Frau ist in Not und kann nicht die Monate überleben. Und dein Mann, Alhamdulillah, hat Geld, hat Gesundheit, hat die Kraft. Du als Ehefrau sagst zu deinem Mann, dieses Glück, was ich habe, ich lebe in Glück. Ich habe einen Mann, ich muss nicht arbeiten, er bringt mir meine Versorgung, mein Unterhalt wird bezahlt, meine Miete wird bezahlt und er hat noch mehr Möglichkeiten. Dann ich teile dieses Glück mit dieser Frau. Ich teile diese Frau dieses Glück, damit sie auch sich glücklicher fühlt, wie ich bin. Wallahi, wenn sie mit dieser Absicht zu ihrer Frau, zu ihrem Ehemann Ja sagt, dann hat sie genauso gemacht wie dieser Hund. Diese hat dem Hund geholfen. Und diese muslimische Frau ist wertvoller bei Allah. Du hilfst einem Menschen, nicht einem Hund. Menschen, viele Frauen, die geschieden sind, machen Zina. Warum? Weil sie gezwungen werden. Viele heute in Deutschland, die Prostitution machen. Die machen das nicht freiwillig. Wegen Geld. Wegen Geld wird das gemacht. Das sagt der Hadith, die 3 Leute, die in die Höhle reingegangen sind. Und dann ist der Höhleneingang, ein Felsenstein hat den Eingang zugemacht. Da haben sie gesagt, uns kann keiner retten, außer unsere Dua. Wir müssen zu Allah Dua machen, damit er uns von ihr befreit. Was hat der Zweite gesagt? Er hat gesagt, ich hatte eine Cousine und sie war so schön für mich. Und ich war in ihr so verliebt. Und eines Tages ist diese Cousine gekommen, brauchte Geld. Hat gesagt, Cousin, gib mir Geld, leih mir Geld aus. Habe ich zu ihr gesagt, mit einer Bedingung, gib mir deinen Körper und ich werde dir Geld geben. Sie hat abgelehnt, ist zu den Menschen gegangen und hat versucht von den anderen Menschen, diese Frau hat das abgelehnt, ist gegangen zu anderen Menschen und hat gesagt, gib mir Geld und keiner hat ihr Geld gegeben. Daraufhin ist sie wieder zu ihm gekommen, als sie hoffnungslos war und kein Geld mehr gefunden hatte, ist sie dann zu diesem Cousin wiedergekommen, hat gesagt, okay, ich werde mit dir schlafen, gib mir mein Geld dann. Und als er dann auf ihr lag, hat sie in einer Riwaya gesagt, hat sie gezittert. Hat sie gezittert, dass sie gesagt hat, ich fürchte mich vor Allah. Als sie das gesagt hat, hat dieser Cousin gesagt, ich muss mehr vor Allah fürchten als du, denn ich habe dich in diese Sache gezwungen. Das heißt, und ist dann aufgestanden. In einer anderen Riwaya sagt, öffne diese Siegel nicht nur mit seinem Recht, das heißt nur mit einer Eheschließung sollst du diesen Siegel öffnen. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, diese Frauen, die in Zina fallen, sind die Frauen, muslimische Frauen, mitschuldig. Mitschuldig. Warum? Weil sie ihren Männern einsperren und nicht nur für sich selber behalten wollen. Der sagt, meine Frau soll nur für mich sein. Subhanallah, mein Mann soll nur für mich sein. Wenn er hat die Kraft, die Möglichkeit, dann erlaube ihm diese Möglichkeit, diese Gelegenheit. Weil du willst nicht für diese Dunya leben. Diese Dunya wird gehen. Und vergiss eine Sache nicht. Es wird ein Tag kommen, vielleicht wirst du genauso in derselben Zustand sein, wie jetzt diese Frauen sind. Denk ja nicht, dass deine Ehe wird immer so schön bleiben. Ein Verkehrsunfall, eine Katastrophe kann dazu führen, dass du auch dann abhängig bist von den Menschen. Und würdest du dann wünschen, von Tür zu gehen, zu betteln? Oder wünschst du dann einen Mann, der für dich sorgt und für dich da bereit ist? Deswegen muss man diese Sache mit mehr Ehe, ist gar nichts mit Gelüsten, weil die Brüder auch, das ist ihre größte Fehler, denken nur mit mehr Ehe, ihre Schehwa auszuleben. Nein, ja, es geht hier um die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft darf nicht krank werden. Wir müssen Zina stoppen. Wir müssen Fassad stoppen. Deswegen ist es die Mehrehe vorhanden. Mit diesem Blickpunkt musst du schauen. Aber heute der Bruder sagt, ich will Mehrehe, will noch jüngeren Frau bringen, noch hübscheren Frau und solche. Dann gibt es natürlich zu Hause Katastrophe. Das ist falsch. Ist nicht Ziel Schönheit. Ist nicht Schönheit oder Jünger, sondern Ziel ist, du willst die Gesellschaft sauber halten, dass sie nicht kaputt geht. Weil wenn die Strafe von oben kommt, wird dir alle bestrafen. Damit das nicht passiert, muss man diese mehr tun. Aber heute, subhanallah,
Die Frauen sind eifersüchtig wie Männer. Und das ist Katastrophe. Männer haben Eifersucht, Rede. Aber von Frauen Eifersucht ist wie Männer geworden. Und das ist gefährlich. Das heißt, ein Mann, wenn er sieht seine Frau mit einem fremden Mann, er würde sie zerreißen. Aber heute, wenn die Frau sieht ihren Mann mit einer anderen Frau, sie würde ihn zerreißen in Stücke. Und das ist furchtbar. Deswegen müssen wir, liebe Brüder, diese Mehe nicht missbrauchen. Es gibt Menschen, die missbrauchen das. Der heiratet jede Woche eine neue Frau und scheidet neue Frauen. Das ist Spielerei mit Islam. Nein, Mehe ist eine Verantwortung, um die Scharia, um den Fassad nicht zu verbreiten. Der Fassad soll nicht verbreitet werden. Der Scharia soll geschützt werden. Weil sonst sitzen wir in einer Umgebung nur Sünder. Du kannst deine Tochter nicht mehr rausholen. Dein Sohn wird nur noch in die Sünde gehen. Damit das nicht passiert, muss Mehe gemacht werden, damit diese Frauen nicht gezwungen werden, wie in diesem Hadith. Wenn das der eigene Cousin macht, was glaubst du, was der Fremde dann tut? Das wird auch gemacht. So, hier ist noch von den Frauen Fragen kommen, hoffentlich nicht über Mehe. Verzeihen, also möge Allah mir verzeihen, aber den Männern möchten heute keine geschiedene Frauen, sondern junge Jungfrauen. Also, wie gesagt, erstmal, wir dürfen niemals verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch in dieser Moschee Brüder, die das nicht wegen jüngeren Frauen machen wollen, sondern auch wegen dem Islam, den Islam zu schützen. Aber wenn, und ist auch nicht schön, dass man das ständig redet, dieses Thema Mehrehe ist nicht ein Thema, was man immer reden soll oder verbreiten soll, und Thema, sondern das ist eine, wirklich eine Privatsache, ist eine Würde, eine Ehre. Deswegen sollte man nicht in diesen Angelegenheiten rumspielen. Aber es ist islamisch erlaubt, in der Mehe auch, Mehrehe darf man geschiedene Frauen heiraten, Witwen heiraten, auch Jungfrauen ist erlaubt, alles ist erlaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in seiner Mehrehe, die meisten waren geschiedene Frauen, aber hat auch eine Jungfrau genommen, und das war die Aisha radiallahu anha. Deswegen aber darf nicht, wie gesagt, werden, als gläubige Frau, diese Hadithe müssen uns eigentlich Licht sein, und dann sie sagt, ich verzichte auf dieses weltliche Glück und ich werde mein Glück, was auf dieser Welt ist, ich teile das mit einer anderen Frau, aber dafür kriege ich Yawm al-Qiyamah bei Allah das beste Belohnung. Und die beste Belohnung für die Frau ist, dass sie wird schöner werden als Hurul Ain. Sie wird hübscher werden als Hurul Ain, und das wird auch ein Vortrag von mir sein, was inshallah in Zukunft sein wird, mit der Überschrift Schwester, du kannst hübscher als Hurul Ain werden. Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du kannst es schaffen, hübscher zu werden. Aber viele wollen lieber mit Claudia Schiffer in der Hölle sitzen. Möge Allah sie recht leiten. Möge Allah sie recht leiten. Aber wenn sie in dieser Zustand stirbt, vielleicht sie lebt noch, deswegen wollte ich einen anderen Namen, aber kenne ich nicht, deswegen habe ich diesen Namen jetzt gegeben. Aber El-Muhim, wenn sie so stirbt, in Kufr, geht sie in die Hölle. Deswegen, und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die meisten Frauen werden in der Hölle sein. Die meisten Frauen werden in der Hölle sein. Und das sagt er nicht zu den ungläubigen Frauen, sondern sagt er zu den Sahabiyat, die ihm seinen Vortrag zugehört haben. Deswegen dürfen wir bitte in dieser Sache nicht eifersüchtig sein wie die Männer. Und Männer dürfen in dieser Sache nicht spielen, denn die Mehrehe ist eine Verantwortung und muss wirklich in bester Art und Weise geführt werden. Wie muss ich mich verhalten, wenn das Sabbach-Gebet, Fajr-Gebet angefangen hat? Sollte ich mich anschließen oder zuerst zwei Rekas Sunna beten? Weil ein Imam meinte, man sollte zwei Rekas Sunna beten. Das hat bestimmt ein hanefitischer Imam gesagt. Ja, weil nach Madhab Hanefi, nach Madhab Hanefi, es stimmt, wenn das Pflichtgebet angefangen hat, soll man kurz Sunna beten und danach an die Jama'a zusammenschließen, weil sie sagen, nach Fajr, Pflichtgebet, darf nicht die Sunna-Gebet nachgeholt werden, sondern darf erst, wenn die Sonne rausgekommen ist, das heißt nach dem Ghurub al-Shams, nach dem Shuruq al-Shams, nachdem die Sonne rausgekommen ist, darf dann gebetet werden. Wir sagen, und die bringen ein Hadith von Umar radiallahu anhu, und das ist diese Diskussion, und dieser Hadith ist sahih, dass er hat einmal das Fajr-Gebet verpasst und hat dann, also das Sunnah vom Fajr verpasst, und er hat sofort mit der Jama'a
die Pflicht gebetet und dann der